will gerne noch mal begründen, warum ich als leitender Geistlicher der Evangelischen Kirche im Rheinland und auch in Abstimmung mit der Evangelischen Kirche von Westfalen und der Lippischen Landeskirche spreche, aber auch als evangelischer Christ hier heute stehe. Ich glaube, dass man an Einzelbeispielen oder an konkreten Beispielen am ehesten für sich selbst wahrnehmen kann, worum es denn eigentlich geht. Ich mache das mal ganz persönlich. Ich bin unter der Woche sehr viel unterwegs zwischen Emmerich und Saarbrücken. Das ist das Gebiet unserer evangelischen Kirche im Rheinland, aber auch darüber hinaus. Meine Frau arbeitet unter der Woche in Trier und unsere Kinder sind aus dem Haus. Dann ist der Sonntag so das Letzte, was noch bleibt, um ab und zu mal Familie versammeln zu können und einander zu begegnen. Als Christ erinnere ich mich daran, dass wir aus jüdisch-christlicher Tradition dieses Geschenk von Anfang an haben. Die Bibel ist menschenorientiert entstanden und lenkt den Blick schon auf den ersten Seiten darauf, dass Gott als Schöpfer selbst ausgeruht hat und dass es für uns Menschen gut ist, zwischendurch auszuruhen. Und wenn ich das dann übertrage auf die Situation in unserer Gesellschaft heute, das Jammern über ein Auseinanderbrechen der Gesellschaft mit sehr hoher Mobilität, mit Digitalisierung und allem anderen alleine reicht nicht, wenn man gleichzeitig die letzten Inseln preisgibt und abschafft, in denen Gesellschaft zueinander finden kann. Und wenn wir als Kirchen hier heute mitdemonstrieren, dann geht es nicht um ein Partikularinteresse von Kirchen, sondern geht es um ein hohes Sozialgut, das unserer Gesellschaft gut tut. Und wenn damit argumentiert wird, dass das, was mir Freiraum zum Atmen, Freiraum zum Wahrnehmen, dass ich mich nicht definiere über meine Leistung, wenn mir das, was ich als Befreiung und als Geschenk betrachte, durch ein Entfesselungsgesetz als Last abgenommen werden soll, dann sage ich, diese Last möchte ich gerne weitertragen.